Oh Mann. Panzerung von 4500, ey. Wow. Ich weiß, ich bin lootgeil. Nicht notgeil, nicht notgeil, lootgeil. So, die kam ja gerade von hier unten. Na, ihr seht schon, das ist das Schöne an dem Spiel. Wie zur Zeit in den alten DOS-Spielchen, wo nichts geskriptet ist, die ganzen Sachen passieren hier zufällig. Oh. Bleib mal da hinten, du Scout und du Lorry. Mal den Scout mal bestreichen. Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe. Ich möchte die beiden nur ein bisschen ranlocken. Jetzt sind sie weg. Fahren bestimmt dem Scout hinterher, wa? Dem Transport. Ja, ich weiß. Ich weiche jeden Kampf aus. Oh, der ist doch direkt in mir reingefahren, die Sau. Und ob das sein darf. Der ist gleich Schrott, der Lorry. Ganz einfach, indem ich es in dich reinfahre. So kann ich es wagen. Oder ich drücke auf Feuer. Je nachdem. Ich freue mich schon auf den Ural. Aber mit der Knarre hier, mit dem Wagen, haben wir auch schon einiges an Kampfkraft mit zwei Waffen. So, nochmal das Ganze. Oh, da ist sogar die Kampfmusik eingespielt worden. Wir sind dann noch knapp durch die Tore geflitscht. So, verkaufen. Aber jetzt haben die alle hier die nutzlose Storm ohne Zielvorrichtung. Komm weg. Nochmal zum Pablo. Ja, gib mir das Dingen. Und wir hatten ja noch irgendwo einen Eintrag bei uns im Gästebuch stehen. Warte mal, was? Okay, wie konnte ich nur an diesen armen Ding zweifeln? Sie hatte Angst und war auf der Suche nach Hilfe. Alice hat mir von Axels Tyrannei und von seinen Plänen erzählt, seine Macht auf den Osten auszuweiten. Mein Dorf war dabei, die erste Siedlung auf ihrem Weg. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich mich gerecht habe. Ich werde Axel erwischen, ganz gleich, was es mich kostet. Die Söldner benutzen den Tunnel, der in der Nähe von Asgard beginnt. Ich wette, dass die Ortsansässigen mit den Banditen zusammenarbeiten und ihren Anteil an den Einnahmen aus dem Waffengeschäft bekommen. Lass mal hier weiter gucken. Ah, das ist der Ural. Aus Waffenstärke und Ladekapazität. Er ist der schnellste schwere Truck und kann jeder Gefahr entkommen. Das ist der Hunter. Vorsicht vor dem modifizierten Raketenwerfer, sofern er drauf ist. Den reichen Bauern. Ja, okay, das ist gut. Grashopfer ist der da. Das ist eine Ameise, Fighter, Bulldozer, Küchenschabe, Scout, der Chinstecker und der Van. Du leichtsinniger oder verzweifelter Händler riskierst es, mit diesem Fahrzeug zu reisen. Ja, wir waren leichtsinnig. Oh, der Ural, hör mal, der ist mein nächster. Hunter will ich nicht. Was kann man den fahren? Fahrzeugteile, Chrom. Was ist das für ein Ural? Eine Waffe? Bumblebee? Ölpumpe, das ist eine Waffe, auch nicht schlecht. Sicherer Weg, deine Gegner abzu Zeus. Ein Blitz trifft alle. Okay. Können wir uns später mal angucken. Was haben wir noch? Gadgets. Erfixe, rostiger, tödlicher. Stickstoffkühlung. Okay, Waren, Elektronik. Bücher, Tabak. Maschinen, Treibstoffflaschen, Öl, Clans, Bauernverband, Landstreich, Abenteuer, Nomaden, Felix, seine Bande.
Allianz, Nordpasshändler, Brigade, Techniker. Techniker, okay. Und die nennen sich aber dann Techno im Spiel. Missionsgegenstände, ein Paket, Midi-Paket, Tunnelschlüssel. Bücher haben wir nur Masken, Beziehungen, Felix-Bande hat Krieg mit uns, Nomaden, Landstreicher. Statistik. 6 Stunden gespielt, verkaufte Waffen. Wo müssen wir hin? Da müssen wir gleich wieder hin, okay. Das ist aber eine Nebenquest, okay. Dann reparieren wir mal eben. Dann fahren wir wieder raus und dann speichere ich aber. Die sind da unten irgendwo. Wir waren lange nicht mehr auf Kampf gewesen, fällt mir gerade auf. Wir müssen aber gleich Schluss machen. Wo sind die denn? Die müssen hier unten irgendwo dran hängen. Der ist gleich tot, der Lorry. Also die KI ist ja ab und zu mal göttlich, muss ich ja sagen. Der Lorry ist Feuerschrott, bevor wir kaputt gehen. Also deswegen bleibe ich erstmal stehen. Ja, komm, geh kaputt. So. Ja, ich bin der Bastard, aber Rita vom Hell. Falls ihn einer kennen sollte. So. So, ich könnte das Spiel stundenlang durchzocken. Komm, wieder raus. Sarah, blöd hat man Metallschrott nicht für sich benutzen kann, dass man Treibstoff nicht für sich benutzen kann, dass man Waffen nutzlose, ja, das sind die, die wir hier angeliefert haben, ne, ja. So. Ich will nicht hupen, ich will kämpfen, so. Naja, wisst schon, was ich meine. Ich will nicht hupen, ich will fahren. So, dann questen wir mal, wa? Naja, ich weiß. Ich sage ja, ich passe mich der KI so ein bisschen an. Immer Luftlinie. Wieder durch Schwengelgebiet fahren. Aber ich sag mal, die Karre so gefällt mir jetzt mit 2 Waffen. Ich freue mich echt gleich auf den Ural. Tudum, tudum, tudum. Okay, wir fahren noch hier bis zum Eingang, dann muss ich echt Schluss machen. Ich weiß, ich sage, das Spiel fesselt mich so sehr. Da lasse ich alles stehen und liegen für. Einfach nur geiles Ding. Und das hat irgendwie noch keiner Let's Played, kein Deutscher, habe ich gesehen. Außer 2, die haben es versucht mal, 2011 und 2013. Aber mehr als 3 Folgen kamen nicht zusammen, warum auch immer. Ich wollte jetzt erstmal, bevor ich hier reinfahre, will ich erstmal speichern. Weil ich habe da so, ich glaube, ich weiß, was dahinter kommt. Wenn das jetzt so ist wie in der anderen Storyline ohne Alice, dann weiß ich, glaube ich, was da gleich kommen wird. Ja. Paris. So,
so wie es aussieht. Ja, Frankreich. Kommt das Ding jetzt, was ich meine, oder kommt das erst zum Schluss? Strange. The sky is different here. But it's no time to enjoy the view. I must find someone to ask questions. I guess they already found me. Good day to you. I'm looking for Axel. Don't you happen to know him by any chance? Axel is the greatest leader of them all. He is leading us to the victory and the prosperity. He's a big man, as I can see. How may I meet him? So, you are not the agitator. Damn. I thought you were sent to check out morale. Anyway, I have nothing to be afraid of. I am a loyal soldier. I heard a lot about your leader, and I really want to shake hands with him. No one could see him but a war hero. But you clearly do not qualify. I'll try my luck anyway. If you cannot help me, I'll find someone who can. Wait a minute. Who are you? How did you get the tunnel key? It's none of your business. I'm a free man and travel. Ich glaube, das wird jetzt zum Kampf kommen. And I am protecting the people from spies like you. And this is exactly my business. Alarmstufe rot. Was hat der denn? Eine Energiewaffe. Wo ist der jetzt gegen gerast? Ich hab's doch krachen gehört. Also, wir sind in Frankreich angekommen. Wir müssen jetzt Axel finden. Wow, und die schießen die mit Phaser oder sowas. Und es regnet schon wieder. Und die Musik ist eine andere. Gucken, haben wir irgendwas im Buch stehen? Medikamente, Tunnelschlüssel. Stille Finterhalt. Früher oder später wird jemand den Tunnel benutzen. Den muss nicht zur Stille sein und habe den Schlüssel. Okay, das mussten wir jetzt nicht machen. Wir haben den so gekriegt. Das wäre bestimmt passiert, wenn wir kein Geld hätten. Anwerfer von Crimson Dawn in Maritza finden, dich in eine große Gruppe anschließen. Axel finden. Na, wir müssen erstmal eine Tankstelle finden. Oh, einmal über die Karte rüber. To explore strange new worlds and to boldly go who no man has gone before. Apropos Gun. Das ist Gone Before, nicht Gun. So, aber ich musste gerade an Gun denken, weil ich einen Ambush gesehen habe. Apropos Ambush. Ich möchte mich vorher reparieren, bevor ihr zuschlagt, Leute. Ich habe nur 300. Tankstelle, wo bist du? Verdammt, hier ist so viel los. Ah! Gib mir so eine Tankstelle. Bestreit doch mal den Baum. Tut mir gefallen, seid Freund. Bitte Freund, bitte Freund. Seid freundlich zu mir. Bitte helft mir. Lasst mich looten, denn ich blute. Okay, also, wow, die schießen hier mit Phaser rum. Zumindest dieser CD-Verein da. Okay, die sind freundlich gesinnt.
Wo sind wir hier? Also wir sind in Frankreich gelandet. Die Musik ist anders, aber irgendwas kommt mir bekannt vor. Hier ist irgendwas Großes, mit dem wir später zu tun haben werden, glaube ich. Weil wow, da funkt es aber gewaltig, hör mal. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. In Seil sind wir. Ich finde den Namen so geil. auch in Seil. Was ist das, ein PK? Warte mal eben. Schuss? Die kann mehr Schuss. Die hat eine bessere Feuerrate als unsere alte. Warte mal, dann machen wir das so. Dann nehmen wir die hier. Lass mal gucken. Kann man hiervon irgendwas nehmen? Die verkaufen wir auf jeden Fall mal. Warte mal. Barmann, kunstliebhabender Kauf. Ich will mal eben was gucken. Ein Belas. 31.000. Oh Mann. Das ist ja eine 1701 mit 2 Nullen zu viel. 170 Ocken. 170.000. Wow. Mach die beiden Nullen weg und du hast die Registrierung und den Enterpreis. 31.000. Oh Mann. Also den möchte ich haben, den Ural, hör mal. Der ist aber nur geil. Das heißt, viel Handel treiben, Leute. Oh, und die Reparaturkosten hier, meine Herren. Die Bala Wein. Arbeiter, wie heißt der? Abe. Hallo Abe, sag mir was. Hast du Arbeit? Wir haben bemerkt, jemand diese... Warte mal. Wir haben bemerkt, wie jemand unsere Treibe verbrennt und die Brunnen vergiftet. Töte den Unhold und du hältst 350 Tacken. Ist in Ordnung. Mal ein paar Quests annehmen. Das sagt der Barmann. Ich habe dich hier nie zuvor gesehen. Ist auch kein Wunder. Ich bin neu hier. Ich bin ein Fremder hier und muss die Berge überwinden. Ich bin auch der Almödi. Um hier zu gelangen. Kann das, dass du es durch Tunnel geschafft hast, sagt viel über deine Kampffertigkeiten aus. Bist du gekommen, um dich den Söldnern anzuschließen? Nicht wirklich. Ich weiß nicht viel über dein Land und ich möchte nicht in eure Konflikte hineingezogen werden. Es ist ein Wunder. Ein Kampfhund kommt aus einer anderen Gegend herher, als um Menschen für Geld zu töten. Ach, kommt aus einem anderen Grund herher. Alles klar. Leben und leben lassen, das hat man mich gelehrt. Früher oder später wirst du dich auf eine Seite stellen müssen. Hier bist du entweder Freund oder Feind. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Dennoch möchte ich es auf eigene Faust versuchen, bevor ich mich für eine Seite entscheide. Schließe dich uns an, Krieger. Wir kämpfen gegen die verräterischen Angreifer. Wir kämpfen für die richtige Sache. Ich möchte meine eigenen Erfahrungen sammeln, bevor ich mich irgendeiner Seite anschließe. Jetzt will ich mich erstmal umsehen. Weißt du was? Geh nach Tus. Die Menschen dort werden dir alles erzählen, was du über den Angriff wissen musst. Sie könnten dir auch bei deiner Sache hilflich sein. Ich werde mal drüber nachgrübeln. Der Kunstliebhaber, was will der von mir? Brauchst du Geld? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Was geht es denn? Vor einigen Tagen wurde mein Haus ausgeraubt. Die Einbrecher nehmen dabei etwas sehr Wertvolles mit. Natürlich nahmen sie es mit, bevor sie es nehmen. Und zwar ein Kunstwerk. Nur ein Kenner von Antiquitäten würde das so etwas machen. Und abgesehen von mir selbst gibt es nur einen Mann, der in dieser Gegend an solchen Sachen interessiert ist. Dann sollten wir den Schuft doch mal eine Lektion erteilen. Du Schuft die Letter. Das klingt nach Arbeit, ich bin nicht interessiert. Doch, wir machen's. Was haben wir hier an Questies? Nix haben wir. Warte mal eben, was steht denn hier im Buch drin? Im Buch der Bücher? Maskengeschichte. Warte mal eben. Die Menschen hier sind viel weniger zivilisiert als die Bewohner meines Heimatdorfes. Ja, müssten Franzosen sein, ne? Dennoch habe ich etwas von ihnen erfahren. Alice ist Axels Assistentin. Okay, hat er das gerade gesagt? Das ist mir gerade recht. So kann ich einfacher unbemerkt an Axel herankommen. Hier gibt es offenbar eine Regierung, die sich mit dem Nachbarland im Krieg befindet. Das Problem an der Sache ist, dass Axel der Anführer jenes Landes und damit natürlich sehr gut geschützt ist. Ich muss mich anstrengen und mir etwas einfallen lassen, wie ich an ihn herankomme. Le Axel Foley. Lass mal gucken, haben wir noch irgendwas? Hervorragende Box.
Wir haben einen Generator-Tür. Ja. Hat eine bessere Haltbarkeit, mehr Gewicht, aber dafür auch weniger Ladekapazität. Ich möchte ehrlich gesagt auf den Ding sparen, auf den Ural. So, apropos Ural, wir machen jetzt Schluss. Danke, dass ihr mir wieder als Beifahrer dabei gewesen seid. Wir sind jetzt in Paris angekommen. In Paris, der Stadt der Liebe. L'amour français. Ja, also hier haben die viel Strom, so wie es aussieht. Hier blitzt und donnert es ungemein. Also nach Tours sollten wir düsen. Warte mal, ich stelle mich nur mal kurz hier hin. Ich will mal gucken. Ich habe das Gefühl, dass hier in der Ecke uns noch eine Überraschung erwartet. Guck mal, da ist sogar schon eine Straße hier unten. Das ist Vaterland. Straße nach Argen. Wo ist das denn? Das ist Argen. Na, wir sind hier in Frankreich angekommen. Hört man eine Musik? Okay. Aha, aha, alles klar. Aha. Na gut, ich sag dann mal danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Euer Mikey. Tschüssikowski.